Und hätte ich das gewusst, dass ich zu Weihnachten eine PlayStation TV bekomme, hätte ich mir das Spiel wahrscheinlich auch noch gegönnt und auch eingeschweißt gelassen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn du es eingeschweißt gelassen hättest, dann hättest du es ja auch so kaufen können. Nein. Oh, ich bin schon... Hab die schon wieder nicht gekriegt. Das kann doch nicht sein. Was ist mit der Kiste los? Alter! Ich glaube, ich muss irgendwas drücken. Irgendwie nach hinten oder so oder nach vorne. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich was gedrückt habe oder nicht, aber ich habe die Kiste bekommen und das ist gut. Puh, das war knapp. So, was ist da vorne? Ich glaube, ich muss mit Schmackes. Checkpoint. Yes. Wie viel haben wir? 33. Wir haben schon ein Drittel. Lustig, dass es genau nach einem Drittel einen Checkpoint gibt. So, war hier drüben was? Hab nicht richtig geguckt. Ich meine, hier könnte man auch irgendwo raus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber das sieht man auch. Also wenn man weiß, dass man rauskommt, dann sieht man das. Ja, das ist ja blöd. Aber ich glaube, die hätte man sogar beide bekommen. Da schwimmen wir nochmal hier zurück. Hier ist nix. Einfach mal so eine Insel. Na gut. Oh! Ich glaube, das habe ich eben gar nicht gesehen, dass es da eine Nitro gibt. Ach, komm. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe die Bombe nicht gesehen. Ich glaube, ich hole einfach von hier aus Anlauf. Das ist doch einfacher. Muss ich zwar ein bisschen in der Kurve hinfahren, aber das können wir auch. So, einmal mittig springen. Das wird wohl kein Problem sein. Mal wieder ein Tee. Obwohl das überhaupt kein Tee ist, aber ich nehme das immer das Tee. Well. Okay. Yeah. Sollen wir mal gucken, ob wir alles gekriegt haben. Oder der Rest sind alles Nitros. Super. Und der nächste Checkpoint bei 66? 58. Ja, gut. Nah dran. Ich glaube, das Level wird richtig Bock machen auf Zeit. So ein bisschen so technikmäßig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier alle bekommen habe. Ich muss eh nochmal zurück. Oh, die habe ich bekommen? Das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte, ich wäre da total... Okay, 10 Kisten noch. Ich dachte, ich wäre da total vorbeigesprungen. Okay. Whoop. Das haben wir. Das haben wir auch. ...92. Wie komme ich an diese Kiste dran? Ich glaube, nach hinten muss ich drücken, um dann ranzukommen. Ja. Ob das jetzt wirklich wieder daran gelegen hat, ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Okay. 90. Ich glaube, das sieht ganz gut aus.
Da muss ich nicht drüber springen. Hier springe ich auch erstmal nicht drüber. Yes! Da sind die letzten zwei Kisten und dann haben wir alles. Ah. Super nice! Huh! Okay, dann machen wir das Ganze jetzt auch noch auf Zeit. Aber das wird, glaube ich, sehr spaßig. Wobei ich gar nicht weiß, ob man dafür auch die grüne Kiste am Ende braucht. Ich sollte mir mal ein Glas hier hinstellen, dann muss ich nicht immer die Flasche auf und zudrehen. Aber wir machen das. Wir holen jetzt hier das Zeitding. Und danach wenden wir uns dann an den nächsten Warpoom, den ich ja schon bei der letzten Aufnahme angesprochen habe. Ja, warum ist mir jetzt so kalt? Eben waren wir so richtig schön gemütlich warm und jetzt ist es mir auf einmal so kalt. So. Okay. Gehen wir hier hinten lang. Weil, Zweierkiste. Die andere Seite war nämlich nur Äpfels. So. Und eigentlich sollten wir jetzt hier auf der ganzen Strecke... Ja gut, das war nur einer, das war jetzt nicht so schlimm. Vollgas geben. Vollgas. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ne, ich glaube, es ist besser, wenn wir dann von rechts anfahren und dann so beide mitnehmen. Naja, wir werden ja sehen, was es gibt. Oh, eine Maske. Ach, schon wieder eine Kiste verpeilt. Also drei Sekunden, glaube ich, jetzt schon verbaselt. Noch eine Maske. Das heißt, wenn ich die bis zum Ende behalte und es da wirklich eine Barriere mit Nitro-Kisten gibt... Ups. Habe ich da schon mal gutes Los? Ja, oder auch nicht. Okay. Dann werde ich jetzt schon mal das machen, was ich eben vorhatte. Fuck. Naja, wir versuchen es einfach. Ich weiß weder, wie hier die... Saphirzeit ist, noch wie die Goldzeit ist. So, das war sehr gut. Okay, die Idee war schon mal sehr, sehr nice, kann man so sagen. Okay. Ah, alles klar. Noch eine Sekunde. Ich weiß, ich bin wieder sehr ruhig. Kann man auch, glaube ich, verstehen, warum. Ja, okay, das waren beides Zweier, glaube ich. Oh, das waren zwei Dreier. Rüber.
Yes! Nice! Oh, ich würde gerne wissen, was hier die Goldzeit gewesen ist. Ah, aber sehr schön. Quasi beim ersten Versuch. Quasi. Ich habe zweimal. Weiß ich gar nicht. Bin ich in eine Bombe reingerasselt, aber passt schon. Ich werde jetzt erstmal abspeichern. Weil. Ich glaube, dass man. Obwohl, dieses. Ach, fuck. Rings of. Fire heißt es? Nee, das heißt irgendwie anders. Rings of. Dieses letzte Level unten im letzten. In dem Hidden Warp Room. Das ist, glaube ich. Ja, irgendwas mit Rings. Muss man halt so durchfliegen. Das ist, glaube ich, auch noch relativ schwer auf Zeit. Relativ. Gut, dann sind wir hier jetzt schon im vierten Warp-Room. Vier? Stimmt das? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Gut. Was haben wir? Ich hatte es letztens schon mal vorgestellt. Sphinxinator. Bye bye Blimps. Ah, Tell No Tales, da ist das. Ich glaube, das machen wir direkt als erstes. machen wir hier das hier als erstes. So, und hier kann man nämlich auch aus diesem Ring irgendwo rausfahren. Das ist da, wo dieser... Das ist auf jeden Fall an der Stelle, wo so ein komischer Typ die ganze Zeit den Kreis fährt. Ja. Und irgendwo sind hier auch Kisten, die man ganz einfach verpassen kann. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, weil irgendwo. Ne, hier noch nicht. Bäh. Irgendwo geht es nämlich zu einem Schiff hin, was total abseits steht. Und wenn man nicht weiß, dass man da hin muss, dann verpeilt man das. Dann sieht man das nicht. Na gut, dann haben wir halt eine Maske verdaselt. So. Was ich nie verstanden habe, warum der Anker von ihm Geräusche macht. Es ist ja mehr so ein Geräusch irgendwie von wegen, dass der auf dem Boden schleift oder so, aber das tut er ja nicht. Sondern auf dem Wasser. Wenn, dann wäre das so... Ach, Ficken. Fickerei. So, hier haben wir's. Da sind nämlich die Lebens. Ah, okay. Wir müssen zu dem Schiff. Auf der anderen Seite, von dem ich eben gesprochen habe, wo man vergessen kann, hinzufahren. Boah, Alter! Ja, schön drüber gedüst. Einfach nur die Kiste hier.